Nett. Verdammt, mitten in einem Schneesturm. Ich muss irgendwo Unterschlupf suchen. Ich würde mal rechts lang gehen. Nee, jetzt haben wir schon geguckt. Hier vielleicht. Das sieht doch gut aus. Iris und ihr Vater. Okay. Leer, bis auf den letzten Tropfen. Ein Becher. Ein Bierhumpen. Aber es war Wodka drin. So hat er angefangen zu rauchen. Das stimmt wohl nicht. Welche Pfeife? Das stimmt wohl nicht. Du kriegst den Humpen. So hatte sich also die langen Winterabende vertrieben. Der Ehevertrag von Iris und Olgierd. Ihr Vater muss den Vertrag gehalten haben. Aha. Ferner wird vereinbart, dass Iris angemessener Respekt zu zollen ist, dass ihr Rat und ihre Forderungen zu berücksichtigen sind. Kommt zum Punkt, Vater. Meine Geduld geht zu Ende. Gern. Gemäß Ihres Wunsch erkläre ich diese Ehe für null und nichtig. Du hast geschworen zu bleiben, bis dass der Tod uns scheidet. Ich habe meinen Schwur gehalten. Meinen Olgierd gibt es nicht mehr. So einfach ist es nicht, sein Wort zu brechen. Glaub mir. Du wirst hierbleiben. Für immer. Genug! Du erteilst uns keine Befehle! Du wirst... Ich meine, kein Nein akzeptieren kann. Vater! Fantastisch. Vater! Nein! Dina! Nehmt den Kadaver und füttert die Tiere damit. Muss man die Tiere besiegen. Damals hat von Everek aufgehört, ein Mensch zu sein. Seine Frau hat er noch geliebt. Nein, er hat nur gewusst, dass er sie lieben sollte. Gehen wir nach oben. Ich entsinne mich. Wir drei haben hier viel Zeit verbracht. In Stille. Schon wieder. Wir gehen auf unsere Plätze, wie damals. Den Rest machst du. Oha. Tja. Gedeckt für eine Person, sonst für niemanden. Ja. Krallenspuren. Eine Terrine. Wohl für Suppe. Okay. Ich glaube, er hält die. Das stimmt wohl nicht. Oder nicht? Und was muss denn der kriegen?
Glitterino. Eine große Tonschüssel. Eine mittlere Schüssel. Eine Platte. Eine gute Platte. Passt perfekt. Wo kommen die anderen beiden Sachen hin? Den Boden hier. Na also. Das war wohl deins. Habt ihr aus diesen Schüsseln gefressen? Natürlich nicht. Ich sagte doch, wir sind keine Tiere. Aber der Pedell hat sie trotzdem hingestellt, wie befohlen. Noch eine Monstrosität? Ich bat dich, das zu lassen. Diese beiden sind schon zwei zu viel. Hund und Katze leisten dir Gesellschaft. Dieser hier wird dich beschützen und sich ums Haus kümmern, egal was geschieht. Früher wollte ich wissen, was in dir vorgeht. Ich dachte, ich könnte dir vielleicht helfen. Jetzt ist mir einerlei, was du denkst oder fühlst. Ich fühle nichts. Ich weiß auch nicht, ob ich dich noch hasse. Geh, Olgierd. Geh mir aus den Augen. Olgierd von Everreck hat nicht verstanden, dass wir ihn nie ersetzen würden können. Jetzt wirft sein Geist einen Schatten auf jede Erinnerung von Herrin Iris. Wir sind fast am Ende unserer Reise. Was liegt dort? Eine traurige Reise. Iris von Everrecks größte Angst. Aha. Ich bin gespannt. Ich habe Befürchtungen. Schlimme Befürchtungen. Meine liebste Frau, ein Brief von Olgierd an Iris. Wäre ich mit Worten doch nur so gewandt wie mit der Klinge. Vor allem jetzt, da mein Herz von eisiger Leere erfüllt ist. Ich sehe, wie du mich anblickst, wie du dahin welkst. Ich kann dir nicht helfen, aber vielleicht kann ich aufhören, dir zu schaden. Dieser Brief und die Rose sind mein Abschied. Mögest du in Gesundheit leben und dich nur an die guten Seiten erinnern. Olgierd. Da kommt was Gruseliges. Was ist das? Wie schätze. Und wieder mal. Deswegen. Genau deswegen ist The Witcher 3 ab 18. Deswegen ist das Team hier ab 18. Wegen solcher Szenen. Du glaubst wohl, dass du die Aufgaben löst. Glücklich bis an dein Ende lebst. Damit habe ich den zweiten aktiviert, den wir bei den angegriffen haben. Ah, das war nicht clever. So, zwei Gegner. Ich weiß.
wollte ihn nie einsetzen, verdammt. Was ist das für Kämpfe hier? Ich krieg hier nur Schaden und ich kassiere nur Schaden und verursache keinen. Das ist ein bisschen Reibung. Du glaubst wohl, dass du die Aufgaben löst und glücklich bis an dein Ende lebst. Das glaube ich. Mehr Heilung. Jetzt haben wir noch mehr gegen uns. Sehr schön, ich habe alle. Jetzt haben wir die letzten aktiviert. Ach du Scheiße. Ihre größte Angst. Das war wohl ihr Mann. Ich sehe es zumindest so, dass ihr Mann in fünften Monsterform ist. Ist doch der Eugiert. Ist doch albtraumhaft hier dieser Kampf. Ziemlich. Wir sind schon sehr weit. Glaubst du, dass du die Aufgabe hast? Ich glaube erstmal, dass ich das hier gewinnen kann. Das war episch von beiden Seiten. Oh nein. Taktisches Ausweichen. Ängste besiegt meine Besten. Das ist zwar nicht meine Angst, aber egal. Besiegt auch andere Ängste. Oh Scheiße. Und die besiegen mich. Kommt drauf an. Sieht momentan nicht gut aus. Von hinten. Ich hab's fast. Nein! Das wird zu meinem großen Albtraum. Die hatten wir doch schon fast. Verdammt, so knapp. Wir hatten die schon fast besiegt. Ein Albträumchen. Ach Mensch. Tettkampf ist jetzt zu schaffen beim ersten Versuch. Ja, fürs Tribos-Kampf ist halt. Ich versuche es mal nicht alle gegen uns aufzuhetzen, sondern gegen einen zu kämpfen. Gefährlichen Mann eingelassen, Hexer. Oh, verdammt. Mit dem kommen und mit dem mache ich den meisten Schaden. Wie komme ich hinter ihm?
Vielleicht kann ich die Statue von ihm angreifen. Das war nicht gut. Du hast dich mit einem gefährlichen Mann eingelassen, Hexer. Ja, mit dir. Wie soll ich die denn besiegen? Wir haben es schon weit geschafft, aber ob wir es nochmal so weit schaffen. Mit viel Heilung. Haben wir es soweit geschafft. Das war nicht schlecht, aber wir kassieren auch in der Menge. Zeit für den Trank. Was für ein Eltern, ja. Okay, wir sind schon gut dabei. Gegen 2 kämpft sich besser als gegen 5. Kommen von selbst dann. Ich muss die alle besiegen nacheinander. Warten, bis sie dran sind. Kann ich auch gleich angreifen. Soweit waren wir schon mal. Heilung, Heilung, Heilung. Frontalangriff ist vielleicht nicht die klügste Idee. Nice. Besiegt. Im zweiten Versuch. Albtraum überwunden. Du bist nicht er. Warte, ich will reden. Nicht hier. Nicht an diesem Ort. Nibon ist diese verdammte Rose. Damit wir unsere Quest abschließen können. Mit dem Teufel fertig sind. Es tut mir leid. Ich habe dich verwechselt. Mit Olgierd? Ich dachte, er wäre zurückgekehrt. Was bist du? Ein Geist? Eine Illusion? Ich bin Kummer. Ich hab dich schon gesehen, aber du warst nicht du selbst. Dann sah ich dich in deinen Erinnerungen wieder. Tatsächlich? Ich entsinne mich nicht. Ich hatte Albträume. Mehr weiß ich nicht. Ich bin wegen der lila Rose hier, die Olgierd dir gab. An dem Tag, als wir einander das letzte Mal sahen. Ich habe sie getrocknet und in unserer Kammer aufbewahrt. An meinem Bett. Dort lag ich und starrte sie an, bis sie zu Staub zerfiel. Wie ich kurz darauf auch. Die Rose ist also weg? Nicht in dieser Welt. Schau, du hast meinen Körper begraben und die Blume blüht wieder. Und ich bin aus einem dunklen Schlaf erwacht.
Jetzt erst. Wie meine schöne Rose. Das ist erfreulich. Als du das Skizzenbuch auf mein Grab legtest, dachte ich daran, wie ich lernte, das Gesicht meines Mannes zu zeichnen. Sag mir, wie geht es Olgierd? Ist er gesund? Wohlauf? Mach dir keine Gedanken um ihn. Er ist nicht mehr der, den du geliebt hast. Sein Herz ist also weiterhin steinern. Und hat Olgierd mich erwähnt? Was hat er gesagt? Nicht viel, aber ich habe nicht nach dir gefragt. Er schickt mich, um die Rose zu holen. Die Rose? Das Letzte, was ich von ihm habe? Sein letztes Geschenk. Ach, Mensch. Und ich bin doch auf. Der sagt, das ist nicht wert. Die Rose scheint dir wichtig zu sein. Wichtiger als ein Andenken. Ich erinnere mich an so wenig. Nur wenn ich an die Rose denke, wird es klarer. Die Welt um mich wird realer. Und ich öffne die Augen und erkenne Dinge. Erinnere mich, wer ich bin und wer ich war. Ein Freund hat mir eins davon erzählt. Es könnten die starken Gefühle sein, die dich an die Rose binden. Hexer bezeichnen Gefühle auch als Stecknadeln. Sie halten dich in dieser Welt. Wie ein aufgespießtes Insekt in einer Sammlung? Entsetzlich. Ich muss ehrlich sein. Wenn ich die Rose nehme, hörst du vielleicht auf zu existieren, wie die Welt, die du hast entstehen lassen. Und was geschieht dann? Bin ich dann frei von Leid und Trauer? Erwartet mich die Leere? Ich weiß es nicht. Wenn man das wüsste. Ich will nicht mehr leiden. Aber ich fürchte, dass es kalt und dunkel ist. Bis gar nichts mehr ist. Oh, fuck. Ich will diese verdammte Quest endlich abschließen. Andererseits... Ja, schon ziemlich herzlos, die Rose zu nehmen. Ich brauche die Rose. Gibst du sie mir? Sie ist so zart. Schau, die Blütenblätter sind am Rand purpurn geworden. Wie an dem Tag, an dem ich sie bekam. Es fehlt nur noch der Tautropfen, der das Blatt hinabglitt, als ich die Rose in die Hand nahm. Oder war es Blut, weil ich mich gestochen hatte? Ich weiß es nicht mehr. Weißt du, ich habe Olgierds Brief nie gelesen. Das war nicht nötig. Und die Rose hätte ich auch nicht behalten müssen. Ich habe mich entschieden. Du bekommst die Rose. Damit enden unsere Dienste. Danke, Fremder, für unsere Freiheit. Ein Rat, bevor wir gehen. Hüte dich vor dem Mann des Glases. Wer ihm im Weg steht, erleidet ein Schicksal schlimmer als der Tod. Suche dein Heil im Glas, das unzerbrechlich ist. Glas, das unzerbrechlich ist? Das Rätsel verstehe ich nicht. Leb wohl. Ich
Ich werde dich in Erinnerung behalten, Iris von Everreck. Das spielt keine Rolle mehr. Leb wohl. Quest ist meine größte, ist mein größter Altor. Verdammt. Diese gesamte Quest mit 3 Aufgaben, das ist meine Fresse. Was ein Albtraum, diese ganze Mission mit den 3 gefallen und. Triff dich mit Eugiert, Kontaktmann in der Taverne zu euch und schließen wir die Scheiße ab. Bringen wir zu Ende, was wir angefangen haben. Erfüllen wir ihm seinen letzten Wunsch. Dann sind wir hoffentlich wieder frei. So, wir haben jetzt 2 Punkte. Können wir doch jetzt in die Karte investieren? Hä? Okay, ich dachte, wir könnten jetzt. Okay, da brauchen wir noch einen Punkt. Für die Marionette. Dann sparen wir noch. Haben wir den Albtraum jetzt hinter uns. So, da zur Schnellreise. Und auch nach Ochsenfurt. Da steht Plätze bereit. Geht's zum nächsten Schnellreisepunkt. Okay. Oh, hier ist ein Schnellreisepunkt. Nicht so schnell, Plätze. Ironisch, dass er das immer sagt, wenn Blitze anhält. So. Lass uns das beenden. Ui, guck mal. Da gibt es nichts zu gucken. Mhm.